Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Es ist feucht, angenehm, kühl und es wird mehr und mehr bemoost. Wir sind im Kaltbrunnental in den Kantonen Solothurn und Basel-Land. Heute starten wir unsere Wanderung in Nunningen, oder Nunningen, wie ich es einmal gelernt habe. Meine halbe Verwandtschaft kommt nämlich von da und ist schon gespannt, was für uns das Schwarzbubenland so sehens- und wanderwert macht. Wir laufen Dorf auswärts, zuerst über Kirchberg und dann über den Eichlenberg, entlang von Feldern und durch Wälder. Das ist genau richtig bei dieser Temperatur, ideal für eine Spätherbstwanderung. Unser Ziel ist heute das Kaltbrunnental. Dort gibt es Höhlen, die sogar begehbar sind. Bei diesem Gedanken wird es mir eher ein bisschen geschmauch, aber der Thomas ist wie immer begeistert. Und dann haben wir ja auch noch den Ibach, der uns fast über die ganze Wanderung begleitet und überall wild plätschernd zum Baden einlädt. Ich kann es fast nicht glauben, dass der Thomas vor einmal die Badhose nicht dabei hat. Thomas, hast du die Badhose dabei? Nein, heute brauchst du keine, heute haben wir nur Waldbaden. Okay, das ist ja etwas, was sehr in Mode ist und auch recht gut ankommt. Absolut, und du merkst es, es ist toll. Tatsächlich hat es hier dichte Wälder, Quellen, viel Farn und je tiefer wir eintauchen, auch mehr und mehr Felsen und Moos. Mich beeindruckt die Idylle. Gleichzeitig denke ich, wäre das Kaltbrunnental auch die ideale Kulisse für ein Schaudermärli oder einen Krimi. Hier und da sieht man plötzlich Höhleneingänge und da stehen wir auch schon vor der ersten Höhle. Jetzt wird es aber ernst. Ja, hast du Taschenlampe dabei, Thomas? Nein, habe ich nicht. Und du willst es trotzdem in die Höhle da rein? Ja, das machen wir. Okay. Kommt schon gut. Also es ist gestanden, die Ibachhöhle, so heisst sie nämlich, ist gefahrenlos. Aber ich glaube, du gehst voraus. Also der Thomas hat zum Glück seine Handytaschenlampe und ja, mal schauen, ob wir etwas sehen. Mutig geht der Thomas voran und verschwindet schon gleich in einem dunklen Loch. Ich innen drin, hoffentlich kommt es gut. Okay, gut. Oh mein Gott. Ja, da kann man jetzt wirklich hindern. Ja. Aber es ist sehr feucht am Boden, keine Lust zum Räuchen. Aha, ich werde dir mal schnell ein bisschen zeigen. Ich denke hier also noch weiter hinter. Aha. Ja. Nach einer Weile merkt man es dann doch ein bisschen im Rücken. Sich auf allen Vieren vorwärts bewegen, ist halt nicht ganz so angenehm. Also ich werde nie Höhlenforscherin. Du schon? Ja, in Höhlen, wo man kann stehen. Ist also, ich muss sagen, noch tricky, weil so kräuchen ist einfach nicht einfach. Vor allem ist es sehr schnell feucht und nass. Ja, es ist nicht einfach, wenn man sich die Hose nicht schmutzig machen will, das ist. Also nie mit Sonntagshose in die Höhle. In den Höhlen selber gibt es noch viele Spuren von prähistorischen Jägern und Sammlern, die erhalten geblieben sind. Darum muss Thomas gerade noch mal in eine zweite Höhle. Die ist etwas grösser, etwas dunkler und etwas tiefer. Ich bin froh, ich kann nicht draussen bleiben. Also der Thomas übernimmt jetzt die Höhlenforschungsexpedition Nummer 2. Die ist, glaube ich, wesentlich anspruchsvoller. Ja, ich hoffe auch, es ist grösser, es ist da kann. Sonst komme ich schnell wieder zurück. Ich gebe die Kamera mit. Ist gut. Ja,
Weil aber auch die Kamera irgendwann genug hat und das Licht nicht lange, sagen wir an dieser Stelle, besser selber anschauen. Aber nie in eine Höhle, wo nicht auch angeschrieben ist, dass sie begehbar ist. Zum Schluss der Wanderung kommt noch das berühmte Kessiloch. Dort treffen wir auf einen Wappenfelsen. Während dem Ersten Weltkrieg haben sich an dem militärstrategisch wichtigen Ort die Soldaten mit ihren jeweiligen Wappen von ihrer Einheit verewigt. Und das haben sie, so finden wir, ziemlich gut gemacht.